Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Manchester United Let's Play im Karrieremodus in der Saison 2015-2016. Und ich hatte ja in der ersten Folge bereits angekündigt, dass ich dieses oder die Spiele nachkommentieren werde. So wird das auch jetzt hier bei der ersten Folge so sein, also beim ersten Saisonspiel gegen Swansea. Danach wird es jedoch wieder so sein, dass es Live-Kommentare gibt, sprich, dass ich Spiele und gleichzeitig live auch kommentieren werde. Ich habe zwar im ersten Teil gesagt, dass ich es dann von der Qualität besser finde, wenn man nachkommentiert, aber habe mich dann doch schlussendlich dazu entschieden, dass man die Emotionen dann doch ein bisschen mehr beim Spielen tatsächlich auch rüberbringen kann. So, also gehen wir rein in den ersten Spieltag. Man U, also, wir spielen zu Hause gegen Swansea City im altehrwürdigen Old Trafford. Oh, da sehen wir auch schon die ersten Neuzugänge. Also Marcus Rojo spielt heute mit Phil Jones in der Innenverteidigung, links Shaw und rechts spielt Valencia. Davor spielt, ich meine, Carrick hätte ich da aufgestellt. Nein, Schneiderlin und Herrera und Schweinsteiger davor. Links kommt Depay, rechts kommt Mata und vorne drin ist Wayne Rooney. Ich habe hier auf der Ersatzbank noch mit Alexandre Lacazette den ersten oder den nächsten Neuzugang präsentiert, der sowohl auf den Außenpositionen spielen kann, sowie im Sturmzentrum. Gucken wir bei Swansea rein. Sigurdsson und Gomis sind sehr wahrscheinlich die gefährlichsten mit Dier, der schnell und gut auf den Außenbahnen ist. Ben Foster im Tor auch kein schlechter. Also, es muss heute der erste Sieg her. Vor allem auch sehen wir mit Schweinsteiger, der Mann muss Verantwortung bei uns übernehmen und ich hoffe, er wird es auch. Also, es geht los. Wir spielen in der ersten Hälfte von links nach rechts in den roten Trikots. Aber erstmal kommt Swansea jetzt mit Montero. Teller. Wir müssen gucken, dass wir halt hinten gut stehen, um so mögliche Torchancen für Swansea ja, zu vereiteln oder erst gar nicht dazu kommen zu lassen. Super Stimmung. Also ich weiß nicht, wie ihr es empfindet, aber das hört sich so fantastisch an hier im Old Trafford. So, Wayne Rooney. So, jetzt haben wir mal den Ball erobert und jetzt kann es mal schnell gehen. Rooney gegen Willems setzt sich gut durch. Valencia. Valencia, Herrera. Ja. Man darf nicht so viel nachdenken. Man muss, glaube ich, gerade mit Man U sehr zielstrebig stehen. Stehen. Sehr, sehr zielstrebig sein. Generell auch im Handeln. Auch gerade vor dem Tor. Mata, Herrera. Jones. Mata, Valencia, Herrera. Und dann ist auch der Ball weg. Sigurdsson. Gomis. Ja, das war gut zugestellt. Da ist nämlich Montero, glaube ich, in die Schnittstelle rein gelaufen. Das haben wir gut zugestellt, also. Aber Swansea bleibt erstmal wieder in Ballbesitz. Sigurdsson. Und abseits. Klar, unsere Mannschaft oder meine Mannschaft muss sich erst noch finden. Auch gerade mit im Zentralmittelfeld mit Herrera, Schneiderlin und Schweinsteiger. Das sind drei komplett neue Leute. Das muss sich erst noch finden. Links auch noch ein neuer mit Depay und rechts Juan Mata. Das muss ich alles noch finden, genauso mit Wayne Rooney. Dieses System möchte ich erstmal spielen, aber wir müssen mal gucken, wie sich das so entwickelt. Vielleicht müssen wir doch irgendwann ein anderes System spielen. Ich habe auch schon mal an 4-3-3 gedacht. Aber das wird sich jetzt alles noch auch, vor allem auch im Laufe dieser Partie jetzt zeigen, wie wir vielleicht die nächsten Partien angehen müssen, um vielleicht erfolgreicher zu spielen. Also jetzt erstmal Schweinsteiger jetzt mit der Ecke. Und ich spiele die Ecken immer recht gerne auf den kurzen Pfosten. Kurzer Pfosten. Und dann hoffe ich, dass wir entweder das Kopfball, also das Kopfballduell gewinnen.
und den Ball dann verlängern, weiter in die Mitte, oder je nachdem, welche Position wir haben, am kurzen Pfosten den direkt drauf zu köpfen. Aber das ist immer so eine 50-50 Entscheidung. So, jetzt erstmal Schweinsteiger mit der nächsten Ecke, da ist die Pie. Ja, der Ball ist erstmal weg, Taylor. Shaw. Mata. Mal zurück auf Schneiderlin. Valencia. Mata. Rooney. Ja, und das ist dann nicht zielstrebig genug. Also da müssen wir klarer und deutlich einfach mal aufs Tor knallen. Mata. So, Swansea mit dem Ballverlust. Ja, bei Swansea läuft auch noch nicht so viel nach vorne. Also wir stehen hinten eigentlich recht gut, muss ich sagen. Aber nach vorne bekommen wir einfach nicht den nötigen Zug und nicht die nötige Geschwindigkeit in unserem Spiel, um vielleicht für ein bisschen Gefahr zu sorgen. Aber jetzt mal vielleicht mit Depay. Oh, das macht der klasse. Depay, super gemacht. Depay. Flanke. Shaw, da ist Schweinsteiger. Ah, kann den Ball nicht richtig kontrollieren. Dann ist der Ball auch wieder weg. Also wir haben gefühlt 80% Ballbesitz. Von Swansea kommt gar nichts. Herrera. Der Ball ist erstmal weg. Sigurdsson. Gummis. Taylor. So, jetzt mal Swansea mal mit bisschen Ballbesitz. Kombinieren sich gut nach vorne. Montero. So, ein Herrera mit dem Ball gewinnen. Mata jetzt. Über rechts Mata. Klasse, lässt sein Gegenspieler aussteigen. Mata. Und dann mit einem riesen Bock. Der Ball ist auch wieder weg. So, die letzten Minuten in der ersten Hälfte sind angebrochen. Mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen was machen können. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht noch die eine oder andere Chance zu kreieren. Royo jetzt mal den Ball gewinnen. Rooney. Aber da kommt halt auch keiner mit nach vorne. Deswegen bin ich auch am Überlegen schon die ganze Zeit. Wollen wir nicht umstellen? Das wäre vielleicht mal ganz gut, um vielleicht auch gerade für Rooney vorne noch ein paar Anspielmöglichkeiten zu haben, falls er den Ball hat. Sigurdsson, Dyer. Dyer wird verfolgt von Valencia und der kann erstmal gut klären. Dyer. Taylor. Flanke kommt nicht an. Und es ist Halbzeit hier im Old Trafford zu Manchester. Also 0:0. Es muss besser werden, ganz einfach. Es muss in der zweiten Hälfte besser werden, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Also 0:0 hier im Old Trafford. Und ich würde sagen, wir gehen auch gleich direkt in die zweiten 45 Minuten.
Aber vorher stellen wir noch ein bisschen was um. Und zwar habe ich mir dann überlegt, dass wir dann doch mit einem 4-3-3 mal spielen, die zweite Hälfte, um einfach mal auszuprobieren, wie das so. Ja, wie das so wird. Und da habe ich einfach mal, ihr werdet es sehen, Lacazette einfach mal auf rechts gestellt, um mal zu gucken, wie er sich da macht. Er ist ja schnell und ist auch gut im Abschluss und kann vielleicht über die Außenbahn da noch ein bisschen was eher an Geschwindigkeit mitbringen und vielleicht auch am nötigen Torinstinkt. Von daher, also gehen wir rein in die zweiten 45 Minuten. Es muss besser werden, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Steht auch 0 zu 0 zwischen uns und Swansea City. Wenn wir natürlich die Meisterschaft dieses Jahr gewinnen möchten, was unser Ziel sein muss eigentlich als Man U, dann muss das besser werden. Bei Arsenal habe ich gerade gesehen, die führen schon 3 zu 0 gegen Crystal Palace. Und deswegen, also wir müssen uns ein bisschen sputen. Schneiderle, Depay, Schweinsteiger, Mata, Valencia, Lacazette. Mit dem ersten Ballverlust. Sigurdsson. Cork. Montero. Depay. Sigurdsson kann sich mal durchsetzen. Dyer. Schweinsteiger, Schneiderle, Rooney, Mata, vielleicht jetzt mal eine Chance? Nein. Und Swansea City wieder mit Sigurdsson, der den Ball aber auch klar verliert. Hoyo. Schweinsteiger. Schweinsteiger, Mata. Mit dem Pass auf Lacazette, der kommt aber nicht an. Also die Partie plätschert ein bisschen vor sich hin. Kein nötiger Zug richtig zum Tor von uns, von Man U. Eher so ein Mittelfeldgeplänkel. Die Bälle werden schnell hergegeben. Das ist sicherlich nicht das, was wir uns vorgestellt haben, aber ja. Ihr seht, das nächste Spiel ist dann in Sunderland im Stadium of Light. Stadium of Light. Und Swansea wechselt das erste Mal aus. Es kommt Jonjo Shelvey und es geht Leon Britton. Und wir haben jetzt erst einen Ballgewinn über Mata. Lacazette kann vielleicht mal einen Sprint anziehen. Lacazette. Ja, kann er doch mal machen. Setzt er sich gut durch Lacazette über rechts. Lacazette, jetzt muss der Pass kommen. Aber Forster hat es geahnt und hat sich dann den Ball entgegengeworfen und den Ball auch locker und leicht gefangen. Depay. Lacazette. Aus dem Nichts brachte ich das 1 zu 0 für uns. Durch Alexandre Lacazette. Der neue Mann, der zur Pause für Herrera gekommen ist. Also macht das 1 zu 0 für uns, für Manchester United. Super Flanke von Depay auf den zweiten Pfosten. Und dann muss da Lacazette nur noch den Kopf hinhalten. Und der Ball geht ins Kurzeck. Und es heißt 1 zu 0 für Man U. Und erstes Pflichtspieltor im ersten Pflichtspiel für Alexandre Lacazette. So, da haben wir doch unser erstes Saisontor. Jetzt kannst du doch mal
jetzt kann es doch mal weitergehen, jetzt kann es doch mal losgehen. Und ich hoffe, dass noch viele folgen werden in dieser Saison. So, und jetzt muss ja auch Swansea offensiver spielen. Und das gibt uns dann mehr Räume. Aber erstmal kommt Swansea. Wir müssen erstmal aufpassen mit Montero. Aber Shaw ist da und kann das erstmal super klären. Sigurdsson. Gomez Montero. Abgeblockt. Ein Glück, ein Glück, ein Glück. Lacazette. Versucht Rooney anzuspielen, gelingt aber nicht. Rochlitz. Jones. Royo. Depay. Guter Pass von Royo. Ja, von Schweinsteiger hat man heute auch noch nicht so viel gesehen. Wenn er den Ball hat, verteilt er ihn gut, aber da muss noch ein bisschen mehr kommen. Erstmal der lange Pass von Alexandre Lacazette auf Rooney, aber Forster kann den Ball dann erstmal sicher fangen und leitet auch jetzt den Gegenangriff mit einem Abschluss ein. Also Routledge. Sigurdsson. Der Flanke Williams. Ja, da müssen wir aufpassen. Aber jetzt kommt erstmal die nächste Auswechslung. Und zwar habe ich mir dann Folgendes überlegt. Schneiderlein kommt raus. Paul kommt rein, wird auf die 8 gesetzt. Und Schweinsteiger kommt auf die 6. So, und der Wechsel wird jetzt vollzogen, also noch 10 Minuten zu spielen. 1-0, das sieht ganz gut aus, aber auch nur vom Ergebnis. Vom Spielerischen her ist das noch zu wenig, was wir bisher gebracht haben. Da muss mehr kommen, wenn wir die Saison erfolgreich spielen wollen. Wir sind ja... Oder wenn wir, sage ich mal, die Pokale gewinnen wollen und vielleicht auch die Meisterschaft. Die Meisterschaft, da muss man gucken, wie sich das alles erstmal entwickelt. Weil wir natürlich mit Chelsea, mit Manchester City, mit... Arsenal mit Tottenham vielleicht noch echt sehr, 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 sehr gute und Liverpool natürlich sehr, sehr gute Mitkontrahenten haben. Von daher muss man mal gucken, dass man erstmal die Spiele gegen die direkten Konkurrenten gewinnt und dann natürlich auch mal weiter guckt. So, jetzt die letzten 5 Minuten sind angebrochen. Nochmal Swansea über Montero und Sigurdsson. Montero, Williams, Montero, Routledge! Noch eine Riesenchance für Routledge. So, und dann habe ich nochmal für Mata Januzaj gebracht. Lacazette ins Sturmzentrum gestellt. Und Ryan Rooney auf die 8 neben Paul gestellt. Oderea, Valencia, Rooney, Schweinsteiger. Januzaj. Rooney. Januzaj, guter Doppelpass. Januzaj kann den Ball erstmal behaupten. Und es gibt den Freistoß noch. Und Swansea wechselt nochmal aus. Es geht Sigurdsson, es kommt Nelson, Oliveira nochmal ein zusätzlicher Stürmer. Für die letzten Sekunden dieser ersten Partie, dieser ersten Spieltag. Jetzt erstmal Depay mit dem Freistoß. Depay und Forster ist da. Gummis. Taylor. Mit der Flanke. Aber Royo ist erstmal da. Kann erstmal den Ball klären. Und dann Schalvi mit dem Schuss weit über den Kasten. Das sieht doch jetzt alles gut damit aus, dass wir das erste Spiel gewinnen. Gerade auch für die neuen Neuzugänge ist es wichtig, mit einem Erfolgserlebnis in diese Saison zu starten. Amat nochmal und dann ist das Spiel auch vorbei. Also wir gewinnen das erste Spiel mit 1-0.
durch den Treffer von Alexandre Lacazette in der 17. Spielminute. So kann es weitergehen. Und ja, ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, tschüss.